Ich möchte gerne übergeben im Rahmen des Movement Action Plans, wie wir gerade gelernt haben, an Dr. Markus Rackel. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 treibhausneutral zu sein. Und dafür müssen wir effizient werden. Genau. Und Sie berichten uns jetzt, wie das geht. Herzlich willkommen. Ja, danke. Schönen guten Tag. Ja, ich wurde vor einigen Monaten angefragt, ob wir hier als KEDI auftreten können zum Thema Neuigkeiten aus Ostdeutschland. Eigentlich müsste es heißen Neuigkeiten aus dem Epizentrum der Energiewende. Warum, weshalb, werde ich nachher noch aufklären. Ja, ich komme vom KEDI, vom Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung. Und wir haben heute und gestern viel über die Technologien gesprochen. Wenn wir über Energiewende sprechen, wird oftmals das Wort Wasserstoff wird gefällt, Photovoltaik fällt, Windkraftenergie, Vernetzung, Netze an sich. Das sind alles richtige und wichtige Themen. Aber über was wir eigentlich auch erstmal sprechen müssen, ist über unseren Energieendverbrauch. Der ist in Deutschland seit einigen Jahrzehnten nahezu konstant bei 2500 Terawattstunden jährlich. Und hier müssen wir ansetzen. Da gibt es im Wesentlichen zwei Stellschrauben. Wir können über die Suffizienz rangehen, dass wir den Energieverbrauch senken. Und wir können natürlich über die Energieeffizienz unserer Umwandlungsprozesse sprechen. Und eine Möglichkeit, um eben die Energieeffizienz unserer Umwandlungsprozesse zu verbessern, zu erhöhen, kann die digitale Transformation leisten. Ja, wir haben, das war nicht die Stadt, egal. Wir haben im Wesentlichen zwei große Zielgruppen beziehungsweise zwei große Bereiche, die wir im KEDI erreichen wollen. Das sind einerseits die KMUs. Wir sagen dazu auch gerne Industrie, aber es sind damit ganz klar die KMUs gemeint, weil die großen Player, die haben die Ressourcen, sich damit zu beschäftigen. Wir brauchen nicht mit Siemens sprechen, dass sie ihre Prozesse, ihre Technologien effizienter gestalten. Nein, wir müssen mit den KMUs sprechen. Und wir haben die Wohnungs- bzw. die Gebäudewirtschaft im Blick. Wir sagen, ja, wir müssen unsere Gebäude, unsere Bestandsgebäude vor allem auch erstmal energieeffizienter gestalten. Das schaffen wir nicht alleine, weil das KEDI ist eine Institution bzw. ein Projekt der Deutschen Energieagentur, wo wir insgesamt 30 Personen werden. Wir sind momentan noch keine 30 Personen. Wir können nicht mit jedem Unternehmen einzeln sprechen. Wir brauchen unsere Multiplikatoren. Und da sind einerseits natürlich die Politik, die bei uns eine große Rolle spielt, dass wir politische Prozesse einerseits begleiten, dass wir die transparent machen, verständlich für unsere Zielgruppen. Gleichzeitig können wir auch die Hemmnisse eruieren und entsprechend auch der Politik wieder zurückspiegeln, sodass im besten Fall die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, wie sie sein müssen, damit wir eine hohe Effizienz erreichen. Wir haben natürlich die entsprechenden Netzwerke, mit denen wir kommunizieren, über die Verbände und so weiter, über die Kammern. Wir haben den Kontakt zu den Anbietern, zu den Umsetzenden. Also hier reden wir mit Technologieanbietern, hier reden wir aber auch mit den umsetzenden Gewerke. Also wenn wir im Gebäudesektor zum Beispiel betrachten und es wird ein Bestandsgebäude, Wohngebäude, wo man in der Regel keine Digitalisierung bis jetzt installiert hat. Und jetzt kommt das Handwerk und soll da entsprechend Technologien installieren. Da müssen wir natürlich schauen, was hat das für Auswirkungen auf die Unternehmen? Also was haben die zum Beispiel für einen Bildungsbedarf? Was passiert da in den Prozessen bei den Unternehmen? Was entstehen vielleicht auch für neue Geschäftsmodelle? Also deswegen sind auch hier natürlich die Umsetzenden ganz klar im Fokus. Und wir müssen wissen, was passiert in Zukunft an Technologien? Welche Technologien werden vielleicht in 10 Jahren bekannt sein, beziehungsweise uns dabei unterstützen? Deswegen haben wir natürlich auch den Kontakt zu unserer zur Forschung und Entwicklung. Jetzt geht es nicht weiter. Es fehlt hier eine Folie. Ich gehe mal ganz kurz zurück, oder ich habe zu früh gedrückt. Ich gehe noch mal ganz kurz. Genau. Das ist eigentlich die Startfolie gewesen. War ein bisschen irritiert. Genau. Wir sind ein buntes Team. Also wir sind bei uns, wir sitzen, nehme ich schon mal vorweg, in Halle. Wir sind ein buntes Team. Wir haben Architekten, wir haben Bauingenieure, wir haben Manager bei uns, wir haben Maschinenbauer, Energie- und Umwelttechniker, wir haben Philosophen und Pädagogen bei uns im Team. Das heißt, wir haben einen großen Blickwinkel auf die Geschehnisse und können entsprechend auch die Themen doch, glaube ich, ganz gut bewerten beziehungsweise auch viele Interessen mit einbringen.
Wir sind ja intrinsisch motiviert. Ich glaube, das ist auch nicht unwesentlich, wenn man in einem Projekt arbeitet, dass man da eine intrinsische Motivation für die Themen, die wir bearbeiten, mitbringt. Das ist für uns natürlich ein ganz, ganz großer, ja, ganz großer Wert. Und jetzt löst sich das mit dem Epizentrum auf. Wir sitzen in Halle Saale und den einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, dass da auch das KWW, auch ein großes Projekt der Deutschen Energieagentur, sitzt. Und da wird entsprechend auch nachher noch der Robert Brückmann ja in einem Dialog mit dabei sein. Und wir sitzen im Epizentrum der deutschen Energiewende, einerseits weil das KWW noch dort ist und zweitens, weil wir auch geografisch ja doch etwas mehr, zumindest in der Mitte liegen, als Berlin. Und das ist eigentlich unsere Vision hier. Genau, die Folie würde ich jetzt mal kurz halten, indem ich nochmal darauf hinweise, dass wir ja mit einfach anwendbaren digitalen Lösungen die Effizienz steigern wollen. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt nur schauen, welche Lösungen eventuell mal irgendwann einen Beitrag leisten könnten, sondern es gibt viele Technologien, die momentan schon am Markt verfügbar sind, die wir nutzen können, um Energieeffizienz einfach zu steigern. Und das fängt bei ganz trivialen Mitteln an. Wir reden einfach erstmal über ein Monitoring. Wenn ich in einem Gebäudebereich bin, beziehungsweise in einem mehr produzierenden Gewerbe, dass ich überhaupt erstmal Kenntnisse über die Energieflüsse in den Institutionen, in den Bereichen erstmal identifiziere und dann entsprechend auch die Potenziale entdecke, die eben die Effizienz steigern können. Da waren wir. Ja, wie wollen wir das machen? Im Wesentlichen haben wir fünf Kernthemen bzw. Aufgabengebiete, die wir haben. Wir wollen einerseits den Austausch, wir wollen für Austausch und Vernetzung sorgen. Also auch wir werden Veranstaltungen organisieren, kann ich Sie jetzt schon mal einladen, am 2. November in Leipzig beim Pittlerwerken zur KD Roadshow. Wir wollen quasi die unterschiedlichen Akteure zusammenführen. Wir wollen, dass die Akteure miteinander kommunizieren, dass entsprechend die Bubble, in denen sie doch häufig leben, dass die Bubblen aufgelöst werden, dass sie zusammenfinden. Wir wollen Kompetenzaufbau ermöglichen. Da reden wir tatsächlich auch über berufliche Weiterbildung, dass wir die Bedarfe eruieren. Da reden wir natürlich auch mit den Kammern, da reden wir mit entsprechenden Verbänden, um da auch Impulse zu setzen, dass wir da entsprechende intelligente, bedarfsgerechte Bildungsmodule entwickeln. Informationen und Beratung. Wir wollen natürlich sorgen, dass unsere Zielgruppen ja, sagen wir, auf einem Silbertablett die Informationen bekommen, die sie tatsächlich brauchen, um ihre Ressourcen zu schonen und schnellstmöglich voranzukommen. Wir leisten ja, Lösungen wollen wir sichtbar machen. Stichwort Innovation Scouting. Wir werden auch mit Startups sprechen. Wir wollen Startups auch eine Möglichkeit geben, ja, dass wir sie einfach nochmal heben können. Da haben wir auch unter denen natürlich nochmal intern noch die eine oder andere Möglichkeit, dann noch zu mentoren. Und wir haben ja auch das Ziel, natürlich die politischen Prozesse zu begleiten, was ich schon erwähnt habe. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, reden wir immer erstmal über Daten. Und was uns wichtig ist, dass wir Daten bzw. Digitalisierung nicht so verstehen, dass wir digitalisieren, um zu digitalisieren, also der Digitalisierungswegen, sondern wir wollen eine Wertschöpfung generieren. Also wir wollen nicht nur Daten erfassen und dann, ja gut, dann gucken wir mal, ja, was haben wir die Daten, wir wissen jetzt, wie der Energiestrom ist, wir wissen jetzt, kennen jetzt die Temperaturen, das wissen wir alles, wunderschön, und fangen damit aber nichts an. Wir wollen eine Wertschöpfung erreichen. Das heißt, wir müssen Daten erfassen, wir müssen die Daten interpretieren, wir müssen die Daten entsprechend mit Erfahrungen analysieren und dann entsprechend Entscheidungen treffen. Ganz einfach ist eben das Monitoring. Ich erfasse die Daten, ich erfasse Kennwerte, ich analysiere, okay, eigentlich müssen die Daten so sein, die Vorlauftemperatur von der Heizung muss nicht 68 Grad sein, sondern kann 65 Grad sein. Geht dann in eine Anwendung, das heißt, ich reguliere die Heizung runter, den Brenner. Ganz einfaches Beispiel. Und das ist das, wo wir unseren Fokus drauf legen, dass wir immer die Anwendung bzw. die digitale Wertschöpfung im Fokus haben. Was bieten wir? Wir bieten Basiswissen, also wo wir wirklich anfangen, okay, was sind eigentlich Daten, was verstehen wir unter Daten, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Wir gehen dann weiter, dass wir auch vertiefendes Wissen natürlich zu unseren Themen anbieten können, bis hin zu Expertinnenwissen. Vielleicht noch mal ein kleines Beispiel, wenn wir uns den Gebäudebereich mal anschauen. KEDI haben wir, wie gesagt, den Fachbereich Gebäudesektor und den Fachbereich Industriesektor. Gebäudebereich ist es häufig so, dass man, zumindest wenn man im Wohngebäudebereich schaut, in der Regel keine Daten hat.
Ja, man weiß, okay, Stromverbrauch insgesamt pro Jahr ist so und so hoch, Wärmebedarf ist so und so hoch und dann hört es eigentlich auch schon auf. Hier wollen wir halt ansetzen und man kann das natürlich auch weiterdenken oder man muss es auch weiterdenken, das werden wir auch machen im KEDI, dass wir sagen, okay, wie können wir den Bestand bzw. wie können wir die Anlagen erstmal überhaupt optimieren, welche Mittel oder welche Möglichkeiten bietet da die digitale Transformation? Wenn wir das Thema erneuerbare Energien uns anschauen, beziehungsweise die Einbindung der erneuerbaren Energien in Gebäuden, das geht ohne Digitalisierung, geht das nicht. Stichwort PV-Anlage gekoppelt mit einer Wärmepumpe und vielleicht noch einen Solarthermiespeicher, das muss intelligent funktionieren. Wenn wir über die Vernetzung von Gebäuden sprechen, da reden wir ganz gerne populärwissenschaftlich von Energiequelle und Energiesenken. Wie können wir die Gebäude da entsprechend sinnvoll vernetzen, dass es da einen Austausch geben kann? Und ja, man kann auch weiterblicken Richtung zirkulären Bauen. Das heißt, ich brauche Informationen über die verbauten Materialien. Im besten Fall brauche ich noch Informationen über den Zustand der verbauten Materialien, um quasi wieder neue Gebäude zu konstruieren. Man kann sich vorstellen, dass diese Informationen bei Gebäuden extrem lange vorrätig sein müssen. Und entsprechend geht das auch nur über den Weg der Digitalisierung. Im Industriesektor haben wir jetzt mal hier ein kleines Beispiel. Wir haben eine Förderanlage aufgestellt, wir haben hier eine Blechsäge, wir haben hier eine Blechstanze, einen Lackiertunnel und einen Trocknungsofen. Und da ist einfach ein Energiemanagementsystem sinnvoll zu implementieren. Das ist häufig in der großen Industrie natürlich schon vorhanden, aber in KMUs nicht unbedingt der Fall. Hier wollen wir letzten Endes auch unterstützen, die Energiemanagementsysteme zu implementieren, um eben zu schauen, wo ist es sinnvoll. Muss zum Beispiel der Trocknungsofen an sein, wenn das Band stillsteht, beziehungsweise wenn gar kein Material drauf ist, dass entsprechend dann Regelungen stattfinden. Und natürlich können wir auch, deswegen ist auch das Gebäude noch mit angedeutet, das auch dann mit dem Gebäudekomplex koppeln. Denn jede Industrie bzw. jedes Unternehmen ist in der Regel in einer Gebäudehülle drin. Und entsprechend können da auch dann Stichwort Sektorkopplung, wo wir dann auch ansetzen, noch weiterarbeiten. Was machen wir? Unser aktueller Stand. Was haben wir? Wir haben momentan die Themenpunkte Datenerfassung, Fördermöglichkeiten natürlich ist ein großes Thema. Die Fragen kommen immer auf. Entscheidungshilfen zu Energiemanagementsystemen. Warum brauchen wir überhaupt Smart Meter? Das geht Richtung Basiswissen. Warum reden wir über Smart Meter? Nicht nur, um zu sehen, okay, wie ist der Energiefluss, sondern wir brauchen das für unsere intelligenten Netze natürlich, die Voraussetzungen sind, um erneuerbare Energien zu implementieren. Wir wollen eine Einordnung zum Thema KI, weil das ist ein ziemlich großes Passwort, da wollen wir entsprechend für Klarheit sorgen, Weiterbildungsangebote und so weiter und so fort. Und wir haben auch schon diverse Veranstaltungen, unter anderem heute hier. Und ja, kommen Sie zu uns, wir haben einen Stand. Ich muss von der Bühne. Vielen lieben Dank. Nicht leid. Wir steuern zielgerichtet, vielen herzlichen Dank, auf den Probealarm zu.